Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu The Fall of the Dungeon Guardians. Ja, wir sind immer noch auf Level 10, haben zum Glück eine Map und Licht. Und mir fällt gerade so auf, was habe ich hier vergessen? Ah, hier geht es auf jeden Fall noch ein Stück weiter. Hier geht es hier unten durch. Also ja, der Weg geht auf jeden Fall eh hier lang. Oh, schlagen die mich nicht aggro? Jetzt aggroen sie mich. Ganz liebe Schlangis. Giftige Spucke. Will ich nicht unbedingt haben. Das war zu spät getreten, schade. Ah ja, die Schlange kriegen wir auch tot. Haben eine höhere Stufe, sind aber nicht unbedingt besser. Ich höre hier was flattern. Oder rumschlängeln. Das ist wieder ein Einsturz. Oh, Minischlangen. Ja gut, die sind jetzt nicht so gefährlich. Sie machen halt ein bisschen Damage, aber das war's auch schon. Großartig. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Abkürzung zurück aufgemacht. Die hier ist auch offen. Oh, Licht ist ausgegangen. Ich habe hier irgendwo Licht gesehen, ja. Gut. Das heißt, hier ist auch wieder ein L. Da schlängeln wieder zwei Schlangen herum. Auch immer noch nicht kritisch. Und weg. Buch, was nicht wirklich was taugt. Das sieht wie eine Sackgasse aus. Ist es auch, da liegt aber was. Champion-Handschuhe des Tigers. Hier Beweglichkeit, 3 Willenskraft für Talisa. Das klingt doch nicht schlecht. Ansonsten bringt die Handschuhe von ihr niemandem was. Okay, wir haben hier alles abgeguckt. Das heißt, wir gehen auch, können auch in die obere Richtung weiter.
Oh, hier geht's runter. Wieder zu einer Abkürzung, die wir von der anderen Seite öffnen müssen. Gut. Und ja, das lasse ich erstmal zu, bis ich es brauche. Hier flattert was in der Gegend rum. Hier war ich aber halt schon überall. Dann gehen wir mal hier runter. Wie drollig. Ja, hier kann ich die Abkürzung aufmachen. Die führt mich nämlich da direkt dahin. Ja, ich will erst alles andere erkunden, bevor ich die drei Pandora-Gates da öffne, wenn ich sie so nennen sollte, dürfte. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass es da zum Boss geht, wenn ich die drei Tore geöffnet habe. Ach so, das sind nur Pilze. Aggressiver Pilz. Ich glaube, die hießen schon immer so. Na komm, die kriegt einen Feuerball von mir. Dann kriegt er noch ein bisschen aufs Maul von mir. So, den letzten prügeln wir einfach ein bisschen tot. Ja, wieder so ein Teil. Okay, das hier ist eine Abkürzung hierhin zurück. Was sagt Licht? Licht geht langsam etwas zu Ende. Beziehungsweise wir sind noch bei Hälfte. Also hole ich mir jetzt da Licht, wenn ich da schon eine Abkürzung habe. Ja, wie ich zu dem Weg komme, wahrscheinlich hier oben lang. Ach, Höhenräuber. Den hätte ich blocken sollen, vielleicht. Okay, Feuerflut. Feueratem kann ich parieren. So. Stiefel, die ziemlich schlecht sind. Okay, hier ist der Weg hier hoch. Ah, interessant. Das ist einfach nur ein Weg hoch. Da war gar keine verschlossene Tür im Weg.
Warum auch immer ich dann hier runter bin. Hä? Ende im Gelände. Das ist schon mal interessant. Das heißt, wir haben wirklich nur noch den Weg hier. Und das hier ist keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Ja, was anderes sehe ich leider gerade nicht. Also Licht auftanken. Dann, ja, ist sehr spannend, nur mit der Karte zu navigieren, aber so geht's halt am schnellsten. So, das ist die erste Tür. Wo zur Hölle sind die Gegner? Das muss ich jetzt gleich mal feststellen. Ich bin jetzt gerade recht sinnlos gegangen. Ernsthaft, wie muss ich gerade gehen? Ich bin hier, da komme ich nicht durch. Da ist es unten lang. Hier habe ich gerade Gegnerkontakt gehabt. Na gut, dann Geronimo. Kann ich wieder Licht nachfüllen? Muss jetzt erstmal den Weg hier nehmen. Um hier zu öffnen? Ja. Ja, ich hätte hier rumgehen können, egal. Die Abkürzung habe ich aufgemacht. So, jetzt sind alle drei Türen offen. Und hier in der Gegend waren noch Drachen. Okay, wie bin ich die umgangen? So, erster Drache tot. Zweiter Drache wird langsam tot. Gut. Heilung für dich, weil du ein bisschen angeschlagen aussiehst. Da machen wir mal eine doppelte Heilung draus. Ja. Gut, jetzt komme ich wieder dahin am schnellsten. Ja, ich denke, ich weiß wie. Nein, nicht so rum, sondern so rum. An dem Abzweig vorbei.
gucken jetzt hier unten drunter, wo wir gerade eben gegen die Drachen gekämpft haben. So, und hier raus. Wenn wir jetzt hier lang gehen, müssten alle Türen offen sein. Ja, sind sie auch. Gut. Und hier können wir eine Rückabkürzung aufmachen. Gut, dann gucken wir erstmal in die Richtung. Dieser Raum sieht komisch aus. Ein Knopf und eine Druckplatte, okay. Ein Höhlentroll. Ist Elite und Stufe 15. Okay. Was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Dann lasse ich ihn raus. Okay, das hätte ich lieber nicht machen sollen. Level 15 Trolle. Ausrufezeichen. Okay, der läuft da rum. Gut, gegen den brauche ich mich gar nicht anlegen. Weil unsere Charaktere gerade mal Stufe 10 sind. Oh, hi. Die Jungs, das wird jetzt lustig. Außer ich gehe halt rückwärts. Wenn ich merke, dass sie... ihren Feuer machen. Genau die da. So, und wenn der nächste Feueratem kommt, blocke ich ihn und gut ist. Auch nicht so wirklich, was wir brauchen. Oh, die Automap. Die zweite. Okay, ja, die Trolle haben einen abgeriegelten Bereich. Gut. Hier habe ich bereits alles aufgedeckt. Da habe ich noch was zum Erkunden, was Geheimes. Hier liegt noch was und das sieht aus wie der Bossfight-Raum. Gut. Ach ja, das Licht markieren. Ein L. Nö, die Nische sieht nach nichts aus. Oh, das sieht wieder aus wie so eine Rätselraumtür. Oh, das geht nur von der anderen Seite auf. Da sieht man nämlich jetzt wieder hier an der Vertiefung, dass das nur von der anderen Seite gedrückt werden kann. Hm. Das hier sieht sehr, sehr merkwürdig aus. Also ja, hier ist wieder so ein roter Stein, so ein Totenschädel und eine Schlange. Ich bin von rotem reptilischen Tod.
Also ja, Rot, Reptil und Tod. Jo. Weil ich dachte es mir fast schon, weil das wieder so eine Tür war. Ich bin Abfall, werfe mich einfach in einen kaputten Teleporter. Ich verdiene es nicht besser. Oh, wieder Wald. Ah ja, da geht's zu Level 10.